Äpfel schreddern und vor laufender Kamera in Küken beißen. So, jetzt aber zum alles beherrschenden Thema in Bayern. Er ist es geworden. Er ist es also wirklich geworden. Der alte Chef hat ausgedient. Jetzt hat man ihn auf den Thron gehievt. Ihn. Jupp Heynckes ist wieder Trainer vom FC Bayern. Bewährtes und reifes Personal, oder um es mal mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron zu sagen, alte Scheune brennt doppelt gut. Und apropos alte Scheune, wir haben noch ein Jubiläum zu feiern. Die Erfolgssendung schlechthin in Bayern. Das bayerische Game of Thrones.